Oh, verzeihen Sie, störe ich Sie etwa? Nein. Kommen Sie doch rein, Mrs. Miss Alice de Bouvier. Ich bin die neue Nachbarin von Mr. Holmes. Oh, wir hatten noch nicht das Vergnügen. Ich bin Dr. Watson. Können wir Ihnen vielleicht irgendwie helfen? Ach, nicht Sie braucht Hilfe, Watson. Ich... Um was geht es dann? Ah, der Junge, der schniefend hinter ihr steht. Schicken Sie ihn weg. Aber er friert ja geradezu und ist ganz verstört. Was ist nur passiert? Der kleine Tom klopfte an der falschen Tür. Ach, um Himmels Willen. Armer Junge, komm rein, wärm dich beim Feuer auf. Kann ich Ihnen Tee anbieten, Miss de Bouvier? Nun, ich... Ist ja nicht so, dass wir, Sie wissen schon, wen stören. Ich denke nicht. Da Sie nebenan wohnen, sollten Sie vielleicht besser wissen, wie er so ist. Ich mache mir langsam Sorgen. Nun, Mr. Holmes leidet an einer Krankheit, die immer dann aufflammt, wenn er nichts zu tun hat. Dann wird er richtiggehend asozial. Und, naja, es ist eine schwierige, unheilbare Krankheit. Die Sache muss unbedingt unter uns bleiben. Natürlich, ich verstehe. Wie traurig. Eine vorübergehende Linderung gibt es aber für ihn, durch spannende Fälle. Wenn er diesen hier ablehnt, wird sich sein Zustand sicher verschlechtern. Ich bin noch hier. Ich bin nicht aus dem Fenster gefallen. Also gut, dann. Vielen Dank, Miss. So. da schauen wir uns ihn erstmal an. So. Also, deine Augen? Ja, er hat geweint. Blasse Haut, Mangelernährung. Ist der Tom? Also ein süßer Mann. Ja, süßer Name wollte ich eigentlich sagen. Ja, aber ist auch ein süßer Mann. Süßer kleiner Mann. Ja. So. Ja, gehen wir mal runter. Ich drücke A, ich bin doof. So. Jetzt was? Fehlbildung. Yes. Tom ist 8 Jahre alt. Seine Kleidung ist abgetragen und mehrfach sorgfältig gepflegt. Toms Eltern sorgen für... Toms Eltern... Eltern sorgen gut für sein Wohlergehen. Seine blasse Haut lässt vermuten, dass er unter Mangelernährung leidet. Er sieht traurig aus und hat gerötete Augen. Er hat vor kurzem geweint. Toms Fehlbildung könnte auf eine mangelhafte Ernährung seiner Mutter während der Schwangerschaft zurückgehen. So. Warum bist du hier? Nun sag, Junge, was führt dich hierher? Mein Vater, Sir. Er ist verschwunden. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Sein Name? Wie ist sein Name? George Hurst, Sir. Verschwunden also. Was sagt die Polizei? Die glauben mir nicht. Sie sagen, dass er einfach abgehauen ist. Aber das stimmt nicht. Entschuldigung. Ich muss gerade was trinken. Bis zu einem gewissen Part weiß ich die richtigen Antworten, weil ich das schon mal angespielt habe. Ein Weilchen. Ich habe das Spiel noch nicht durch, aber ich habe es schon mal ein Weilchen angespielt. Deswegen bitte nicht wundern. Also, dass er abgehauen ist, stimmt nicht ganz. Kann nicht sein. Klar, deine Kleidung ist gut geflickt und du kannst lesen. Deine Eltern mögen arm sein, aber sie lieben dich. Ja, aber es gibt nur noch uns beide. Meine Mutter starb, als ich noch klein war. Umso mehr ein Grund, nicht einfach abzuhauen. Dein Vater dürfte kein verantwortungsloser Mensch sein. Er ist sehr gut zu dir.
Das stimmt. Aber er hat keine feste Stelle. Deswegen arbeitet er oft als Tagelöhner, weil er sonst nichts finden kann. Nur diesmal ist er nicht zurückgekommen. Wann genau hast du ihn zum letzten Mal gesehen? Vor 3 Wochen. Er hatte einen neuen Job angenommen. Aber diesmal war er seltsam und wütend. Ich höre gerade, ich puste die ganze Zeit immer ins Mikro rein. Ich hab nur ein doofes Headset. Nein, das Headset ist cool. Ich habe ein normales Mikro. Aber ich bin hier auch kein Profi. Ja. Was ich aber gerade sagen wollte, oh, die neue Synchronstimme mit der Voice Actor, der ist so, oh, ich schmelze dahin. Seltsam, inwiefern? Seltsam? Inwiefern? Oh. Er sagte, ich habe einen besonderen Job angenommen. Wage es nicht, hier wegzugehen. Ihm muss etwas zugestoßen sein. Vor 3 Wochen? Das ist eine lange Zeit. Jeden Tag dachte ich, heute kommt er zurück. Und überhaupt, ich komme schon alleine klar. Ja, ich komme alleine klar, denn ich bin schon groß. Wie konntest du nur? Du und dein Vater schweben in Gefahr. Du hättest viel früher zu mir kommen müssen. Ich hatte Angst. Ich habe keine Familie. Und ich kann sonst nirgends hin. Wenn unser Vermieter merkt, dass mein Vater weg ist, wirft er mich aus der Wohnung. Tom, du warst sehr umsichtig. Wir bewahren Stillschweigen. Wenn doch nur meine Mutter hier wäre. Oh. Ich habe gerade aus Versehen aufgestoßen. Ich hoffe, das hat man jetzt nicht gehört. Das war nur so ein leichtes... Legen wir los. Let's go! Wie lautet eure Adresse, Tom? Baby? 12 Dorset Street. Erster Stock, Tür E, in Whitechapel, Sir. Aber ich habe kein Geld, um sie zu bezahlen. Wer redet denn von Geld? Dein Fall scheint die Medizin zu sein, die ich brauche. Ich werde dich dort treffen. Oh, vielen Dank, Sir. Yay! So. Oh, ist das nicht... Du schöner, schöner Mann. Geh mal weg, du Punkt. Du schöner, schöner Mann. Ich muss aber sagen, das neue Charakterdesign von Watson sieht auch gut aus. Und der hat auch eine... Der Voice Actor ist auch neu. Und anders und schön. Red mit mir. Armes Kind. Holmes, Sie sollten ihm helfen. Ah, das ist nicht mehr hier so dieses typische Wow, British und so, ne? Das ist jetzt ein bisschen mehr. Ja. Ja. Natürlich haben wir hier auch. Gehen wir mal hier durch. Kleinen Moment, so. Ich musste mich gerade ein bisschen sammeln. Das ist das Zimmer von unserem gewissen Herrn Holmes. Und, ja. Als ich das erste Mal gespielt habe, ich habe die ganze Zeit so rumgeguckt, ne, was ist hier neu, es sieht ja fast aus wie in anderen Spielen, ne. Aber das Neue ist. Das ist so ein unwichtiges Detail, aber das ist so schön. Ich kann auf den Balkon. Das ist so... Ah. Ja. Ich finde eigentlich die Pflanze da irgendwie ein bisschen unpassend. Naja. Und ich habe irgendwie das Gefühl, irgendwann mal wird hier noch jemand stehen. Das würde sich anpassen. Moin da unten. Ich möchte da rüberspringen. Okay. Aber eigentlich hat sich hier nicht sehr viel geändert. Geändert. So. Gehen wir mal weiter. Wir haben hier auch. Oh, das ist Zimmer. Da dürfen natürlich jederzeit rein. Watson schreibt damit über unsere Abenteuer. Ja! Wir Abenteuer!
Feuer. Ja. Aber sonst ist es eigentlich wirklich... Okay, dieses Buch kommt mir irgendwie befremdlich. Organized Crime in London, Sherlock Holmes. Okay. Psychologie, okay. Ich mag das, wenn die so richtige eigene Titel haben. Die Bücher. Sherlock Holmes. Okay, ich kann ja nicht weiter lesen, weil wegen Lampe. Das blendet mich. So. Brava, Tobi. Die beste Spürnase im Königreich. Ah, er ist auch einer. Oh, ich liebe ihn. Oh, der kleine Tobi. Ja. Ich will Kuchen. Okay. Das sieht aus wie so ein Item, was ich... Das sieht eigentlich alles aus wie so ein Item, das du bewegen kannst. So. Mein Archiv. Ich kann bei Bedarf darauf zurückgreifen. Das hat sich jetzt natürlich auch noch geändert. Wir haben ein Archiv. Auch hier ist das mein Archiv. Ich kann bei Bedarf darauf zurückgreifen. So. Aber was mir halt fehlt, wer Sherlock Holmes kennt, der weiß, der hat immer so einen Stapel Briefe, so Post auf den Kaminsims. Durchbohrt mit einem Messer. Aber ich meine, das war in anderen Spielen wäre das da gewesen, aber da ist es jetzt irgendwie nicht gerade da. Aber okay. Dafür hängt jetzt hier ein Schuh. Ich weiß nicht, wie ihr da hinkommt, aber da hängt ein Schuh. Und das Messer ist da unten. Warte. Da ist die Post, da ist das Messer. Hat du das Schabernack getrieben? Nein, keine Ahnung. So. Ich habe ein einziges Mal in meinem Leben Schach gespielt. Das war so ein Dragon Ball Z-Schachspiel. Das war so toll. Naja. So. Wer die anderen Spiele nicht kennt, normalerweise, wenn du jetzt dahin gehst und rausgehen willst, dann öffnet sich eine Karte und du musst auswählen, wo du hin willst, aber nicht hier. Nicht hier. Du kannst in diesem verdammten Haus rumlaufen. Ist das... Oh, ich liebe das. Oh, ich liebe das, 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 ich liebe das. Nur du kannst, außer da rein, kannst du nirgendwo reingehen. So. Bilder. Okay. Es sieht ein bisschen komisch aus, aber ich möchte gerne die Bilder angucken. Ich laufe mit Absicht gegen die Wände. Wand. So, ja. Das ist eigentlich irgendwie so doof, das bietet sich hier an, dass man hier noch irgendwie im Keller oder ich will hier los. Ey, der Schatten ist ja gruselig. Ey, der Schatten hat eine Klatze. Kann das sein? Ja? Ja? Der hat eine Klatze. Okay. Ja. Macht ja nix. Kann ich. Ja. Und hier kannst du auch noch rausgehen. Und rumlaufen. Ja. Ey, ich mag das. Ja, hallo. Hallo. Oder du? Seid ihr obdachlos in London? Nimmt ab. Auf den Straßen von London gibt es immer weniger Obdachlose. Unsere Gesellschaftsreporter haben für diese Entwicklung keine andere Erklärung als das starke volkswirtschaftliche Wachstum im Königreich. Und natürlich den Wunsch unserer Mitbürger zu arbeiten und etwas zum Aufbau eines erfolgreichen und florierenden Landes beizutragen. Ganz ohne Zweifel können wir uns darauf freuen, dass sich die Lebensqualität in London weiter erheblich bessern wird. Ja. Entschuldigung, ich trinke gerade ein Matcha Latte, den man am besten immer warm trinken sollte und ich habe Angst, dass er kalt wird. So. Hier haben wir natürlich alle unsere Freunde.
Der Mann hier im Karren. Der Typ, der Angst hat. Die zwei, die sich streiten. Balla, balla. Du bist balla, balla. Ja. Ja. Und ich bin mir immer noch nicht sicher, aber ich glaube, dass es da ist, irgendwie ein Krankenhaus oder Heilstätte oder keine Ahnung was. Weil wegen, da ist jemand, der irgendwie nicht auf sein Leben klarkommt. Da vorne ist jemand, der nicht auf sein Leben... Ich glaube, es könnte eventuell kranke Menschen sein. Ich habe keine Ahnung. Der Detektiv in mir sagt ja. Ob das so ist, keine Ahnung. Keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung. Hm. Hier ist noch was Wunderschönes. Die Liebe meines Lebens. Du Kleiner, du! Du dreckiger Drecksack, du! Sag dir mal mir beibringen, du alter Spanner! Ich hau dir eins aufs Maul! Auf was? Auf was? Auf was? Hau dir mal eins auf was? Auf was? Okay. Ja. Ich mag den Sound im Hintergrund. Na, 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 na. Ein tanzender Elefant. Das erinnert mich irgendwie an Minecraft. Ich sollte vielleicht mal mein Mikrofon stillstellen. Stumm machen. Hä, ist auch dasselbe, was ich gerade gesagt habe. Wenn ich am Trinken bin, das ist, glaube ich, Schlürfgeräuschchen sind ekelig. Was war das denn jetzt? Na du? Du hast ein echt rotes Gesicht. Das ist deine Mission. Du bist die Coole von nebenan, du. So, wieder ein Elefant! Ein tanzender Elefant. Das erinnert mich irgendwie an Minecraft. Ja, jetzt ist es geschehen. Hier draußen hat man natürlich auch Möglichkeiten, an irgendwas zu üben. Weil Sherlock Holmes hat ja auch besondere Talente. Und ja, hier sind wir bei allem, was ich echt nicht leiden kann. Ich bin, wo ich das erste Mal gespielt habe, ich bin nur am Ablosen gewesen, weil ich das die ganze Zeit so... Mir taten danach auch die Hände weh. Und so. Und ja, aber ich bin jetzt hier, ich zeig das jetzt mal und es wird furchtbar, es wird ja richtig furchtbar für mich. Nein.
Alter! Ja! Nein! Oh, Scheiße! Oh, ich drücke doch! Nein! Oh Gott. Oh Gott. Nein. Sehe ich nicht so. Nein. Ja. Du Heiliger. Ja? Nein. Attacke! Nein. Der weiß auch nicht, was er will. Nein. Die Firma sagt nein. Die Firma sagt ja! Oh Gott. Entschuldigung, ich habe wieder reingepustet. Darauf jetzt erstmal. Warte, jetzt mach ich auch mal Mikro kurz aus. So. Ja! Okay. Ich habe jetzt drauf erstmal einen großen Schluck getrunken. Mein Matcha Latte ist fast kalt. Schön. Ah, mein Finger! Au. Das Dumme ist, ich habe auch keine richtige. Naja, das ist nicht dumm. Ich habe keine richtige Gamer-Maus. Ich bin eigentlich. Ich bin kein guter Gamer. So. Ja, jetzt haben wir schon das nächste. Das ist irgendwie. Ja. Zielübungen. Oh! Das wird nix! Ich brauche ein Fadenkreuz! Hallo! Hey! 5 von 6! Ich spiele Shooter, aber... Ja... Ich spiele Shooter nicht besonders gut. Oh. Deswegen spiele ich auch nie irgendwie online in ein Squad oder sowas. Ja. Weil ich einfach nicht gut bin. Und es geben Leute. Es gibt Leute, die nehmen das sehr, sehr ernst.
Und ich mache das wirklich nur aus Spaß. Solange es mir Spaß macht, kann ich spielen, wie ich will. Ja, aber ich bin auch nett, ich tue es den anderen Leuten nicht an. Sagte sie und nahm ihr Spiel auf. Ha. Ja, wenn es nicht gefällt, kann ja wieder ausmachen. Ich mache das ja sowieso auch nur aus Spaß. Oh, du hast Seitenstechen! Ah, dass du Seitenstechen ist so furchtbar! Das denn? Ach so. Ich mag dich. Okay. Ich kann nicht singen. Okay. Ich sag sehr oft okay, oder? Ja? Yeah? Okay. Der hat auch eine schönere Rennanimation, glaube ich. Oder es kommt mir einfach nur so vor. Das kann ja natürlich auch sein. Weil ich einfach so begeistert bin. Oh, wie der jetzt hier aussieht. Oh. Aber im Vergleich zu den anderen Spielen, da wird er nicht... Da wird er nicht älter, er wird jünger. Genauso wie bei Watson. Der wurde auch nicht älter, der ist jünger geworden. Jetzt kommt was Cooles. Jetzt kommt was Cooles. Ja, jetzt soll ich uns verprügeln. Ah. Ey. Aber mein Boxtraining, komm. Das ist nochmal Quicktime-Events, also wie fast alles, aber es ist total. Eigentlich sind das nicht so krasse Quicktime-Events. Aber wer so eine Reaktionsfähigkeit hat, wie eine Erbse, so wie ich, bei denen ist es schon hart. Yes! Ich liebe diesen Schlag! Wow! Ja! In your face! So. Nein, ich will es nicht nochmal neu versuchen. Ja, mach du mal. Da haben wir auch mal geboxt. Jetzt haben wir auch mal geboxt. Ja. Ah. Ich sollte mal mein Handy auch lautlos stellen. Hopp. Lautlos. So. Watsons Lieblingsteegebäck. Wollen wir ihnen nicht etwas mitnehmen? Wollen wir mal nett sein? Naja, okay, ist Sherlock. Ruhe. Watson war so nett und hat mir schon einen todlangweiligen Vortrag darüber gehalten. Schön. Lalalalala. Kann ich dir helfen? Ich will nicht sagen, wie das aussieht, okay. Okay. Und hier haben wir mich. Okay, everybody. Oh. Das war echt ein bisschen viel
Buggy Sound, also. Ja. Ist ein bisschen viel Buggy Sound? Was für Deutsch? Ah, oh, schön. Gehen wir. Nee, gehen wir nicht. Wir wollen weitermachen, ne? Du schöner, 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 schöner Mann, du. So, was haben wir hier? Ja, da wohnt Tom. Ja. Ja. Auf geht's nach Whitechapel!